Hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde, zu einer weiteren Episode Hearthstone mit mir, dem Lean. Heute zum 29.12.2019. Der 29.12. Weihnachten ist vorbei und es nähert sich Silvester. Das neue Jahr rückt Stückchen für Stückchen näher. Und ich weiß oder vermute, dass ihr dieses Video hier sowieso erst im neuen Jahr sehen werdet. Und deswegen, frohes neues Jahr! Ist das jetzt irgendwie vorträglich, nachträglich? Ich weiß es nicht. Ich sag euch jetzt einfach mal ein frohes neues Jahr, weil ihr dieses Video hier, wie gesagt, erst im neuen Jahr sehen werdet. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt, ich schwanke noch ein bisschen, ob ich in Wild oder in den Modi reingehe. Ich glaube, ich gehe mal in Modi. Ich mache mich jetzt erstmal mit einer Runde Schlachtfeld warm. Und ja, das hat ja in letzter Zeit. Erst hat es schlecht, hat es überhaupt nicht geklappt. Dann hat es gut geklappt, dann wieder überhaupt nicht und dann wieder gut. Also ich würde sagen, so alles in allem, die letzten Male Schlachtfeld waren gut. Kann ich mich nicht beklagen, vor allem Elise. Elise läuft. Ah, schade. Elise wäre schön gewesen, aber man kann ja nicht alles haben. So, Toki. Ah, Toki ist immer wieder verlockend, aber ich muss sagen, mit Toki bin ich echt mies. Der ist auch interessant, aber Gottesschild im Late Game. Ja komm, wir probieren nochmal den Paladin, den hatte ich auch schon länger nicht mehr. Wird mal wieder an der Zeit. Er ist mal wieder an der Zeit, wollte ich sagen. Sollen wir loslegen? Ja, erstmal Kätzchen, ne? Für spätere Verkaufsvalue. Und ja, dann sind wir noch ein bisschen frei, was so die Entscheidungen betrifft. Wobei ich echt am Überlegen bin. Murlocs ist halt so eine Sache, ne? Murlocs. Die letzten Male, wo ich auf Murloc gegangen bin, war echt gut. Ja, alle giftig und Windzorn und weiß der Geier, das geht ab wie Sau, ne? Brauchen wir gar nicht drüber babbeln. Parteiisch, aber euch drücke ich ganz besonders die Daumen. Ich hoffe natürlich, ihr hattet ein wundervolles Weihnachtsfest, aber haben wir schon drüber gesprochen im Video. Jetzt steht ja für mich Silvester noch vor der Tür. Ich habe ein paar neue Rekruten aufgetrieben. Okay. Ja, nicht optimal, Doppelkätzchen, aber ich sag mal, Drilling. Drilling Power. Ja, vielleicht Murlocs. Ehrlich gesagt, das mit den Murlocs war schon krass. Ah ja, Guys, wenn ich dran denke, ihr erinnert euch vielleicht, ich habe euch vor diversen Episoden mal erzählt, dass ich auf einer Hochzeit Trauzeuge war, etc., etc. Ich habe es hochgeladen. Ich habe es hochgeladen, Guys. Das heißt, wer da Interesse hat, es waren ja ein paar von euch, meine Trauzeugenrede ist online auf meinem Zweitkanal. Lean macht TV. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch das auch.
Kätzchen weg, Kätzchen weg, Update. So würde ich es jetzt machen. Ja, erstmal so, vielleicht ist ja ein Gottesschild oder was, ne? Und die behalte ich erstmal noch für den Drilling. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Sieht gut aus für euch. Ich glaube, ich werde die Runde jetzt verlieren, aber ist egal. Ich habe ja auch die krassen Updates. Ah, ist okay. Ja, ist nicht gut gelaufen, war klar. Aber ich habe Updates. Und deswegen wird Comeback real sein. Keine Sorge. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Das möchte ich ja irgendwie schon hier, ne? Zumal gegen den. Der hat noch gar kein Update geholt. Der wird ein krasses Board haben. Ja, vielleicht will ich den haben. Obwohl, der ist mit Murlocs auch nicht so gut, ne? Irgendwie will ich das nicht haben. Was ist das? Wildtier Murloc. Ah. Sieht gut aus für euch. Ah. Ja, ja, alles zu seiner Zeit, Guys. Alles zu seiner Zeit. Ohoho. Ja, das machen wir mal. Man kann nie genug Diener haben. Boom. Den verkaufen wir wieder. Zack, boom. Zack. Verkaufen wir wieder. Dann holen wir noch den ran. Wechseln nochmal durch. Nee, da will ich nichts von. Also im Moment ist so ein bisschen Mix aus Wildtier und Murloc. Wobei ich nur einen Murloc habe. Das Spiel, also die Runde möchte so ein bisschen, dass ich auf Wildtiere gehe. Ich sehe das schon. Aber meine eigentliche Strategie war halt Murlocs. Wir gucken mal, wie es sich entwickelt, wenn ich höher mit Dinger bin. Das war mies. Ah, es läuft. Höher mit der Updates. Wenn ich höhere Updates habe, ja, vielleicht kann ich da nochmal einen Murloc-Switch wagen. Jetzt nicht nachlassen. Ja, den kann ich leider nirgendwo drauf verschmelzen. Das macht keinen Sinn, deswegen Update Switch und oh ja, da kommt der Drilling. Ja, das hole ich aber, ne? Das macht schon Sinn. Gerade weil ich habe gerade das Update geholt. Ja, ja. Oho, ihr wollt wohl hoch hinaus. Hohoho! Stufe 5. Ah, ein Murloc. Ja, den nehmen wir natürlich. Wobei Graumähne hier auch super gewesen wäre, ne? Aber schon schwierig gerade, zugegeben. Und den hätte ich eigentlich auch ganz gern. Kann ich 3 verkaufen? Ja, 1, 2, 3. Den ran. Zack und zack. Zeigt ihnen, wie es gemacht ist. Ja, das Blöde ist, jetzt habe ich die Wildtiere verkauft für die beiden. Ah, ich weiß es nicht, ob das so gut war. Ne? Egal. Die Runde werde ich jetzt sowieso wahrscheinlich verlieren. Okay. Ach, einer ist schon raus. Alles klar. Ich habe ein paar neue Rekruten aufgetrieben. Hm.
Wenn ich die beiden hole, hätte ich wieder Mech-Gespiele. Könnten wir auch machen, ne? Eine kluge Erstmal. Entscheidung. Und hört zu. Dann könnten wir dem hier noch ein Gottesschild geben. Ja, Gottesschild ist ja erstmal auch nicht schlecht. Ja, pff, oh Geist, ich bin nicht begeistert, aber ich sag mal so, es sieht gar nicht so mies aus. Ich bin hier gerade aktuell Platz 3, mir stehen noch alle Türen offen. Ne? Ich kann noch auf Murlocs komplett gehen. Ja. Ich kann noch auf Wildtiere ein bisschen mehr gehen. Ich kann auch noch Mechs machen. Und vor allem, wenn ich die kriege, die alle bufft, sieht es wieder gut für mich aus. Ne? Muss man auch sagen. Oh, ja. Der macht das, was ich geplant hatte für mich. Mit den giftigen Murlocs. Ah, das ist bad. Bad Trades. Really bad Trades. Ah. Boah, es war richtig mies, ne? Ich habe ein paar neue Naja, Rekruten egal. aufgesehen. Ich glaube, so langsam könnten wir uns dann auch mal entscheiden hier. Und ich kaufe mal den. Ich kaufe mal den. Klein, Verkaufe aber oho. den und den. Waffe mit dem, den. Mach die beiden Mein zu Schild Spots. für Argus. Switch nochmal durch. Na los, heuert einen dieser Rekruten an. Befreundeten Wildtier. Ja, Wildtiere sind jetzt raus. Aha, Murloc. Den nehmen wir natürlich. Den verkaufen wir wieder. Nochmal wechseln. Ah, Nummer 2. Das läuft ja wie am Vielleicht. Schnürchen. Hilft aber auch immer genau das Richtige. Die anderen haben mir gleich gezogen, was die Updates betrifft. Ja, ich kaufe mal den, aber ich wechsle noch mal durch hier. Wenn ihr diesen Krieger Ah, anheuert, kriegt ihr einen Drilling. endlich, endlich. Und den kann ich mir auch holen, das ist gut. Schade nur, dass ich wieder nur einen Fünfer kriege, nicht updaten kann vorher. Aber das geht leider wirklich nicht. Fünfer holen. Ah, Murlocs. Sehr gut. Jetzt den hole ich auch ran. Mit dem buffe ich den. Gib den zurück. Jetzt noch nochmal durch. Ja, Murlocs buffen können wir machen. Vorher mache ich aber so. Ah, ist doch ein ganz nettes Board. Ich glaube, den tue ich nochmal da. So. Bum, bum, doppelte Buffs. So sieht's aus. Bums. Schön. Schön. Very, very nice. Very nice. Eure Diener haben sich richtig ins Zeug gelegt. Ja. Na los, heuert einen dieser Oh, Rekruten an. den muss ich haben.
Den muss ich auf jeden Fall haben. Aber ich habe zu viele Murlocs, ne? Mir fehlt ein Wildtier, oder? Ich habe ja nur Mech und Murloc. Das mit dem lohnt. Nice, sehr nice. Oh. 30, 21 giftig, der wird hart. Ah, jetzt hat der noch. Oh, da geht mein Dickster down. Das wird nichts, glaube ich. 19 Damage brauche ich. Habe ich nicht. Ne, hat er gewonnen. Krass. Ganz knapp zwar nur, aber. Verloren. Ah, okay. Top 4 safe, guys. 4 Leute sind raus. Ja, ich bräuchte ein fettes Wildtier oder ein Dämon, ne? Das wäre echt nice. Oh, krass. Alter, da hat er mich aber richtig gereckt mit der Hero Power und allem. Krass. Krass, Junge. Vielleicht nehme ich auch den. Der wird ganz schön zuschlagen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vertraut auf das Licht. Nutzt eure Wut gegen eure Feinde. Das war jetzt nicht optimal, ne? Egal. Waren es nur noch drei? Oh, jetzt wird es aber tricky, Ihr guys. Seid ein Naturtalent.
Jetzt wird es echt tricky. Davon bräuchte ich einen Drilling. Das wäre ganz wichtig. Naja, gucken wir mal. Mittlerweile ist der so dick, lohnt sich gar nicht mehr zu tauschen. Ja, vielleicht für gleich. Wenn es einen gleich gibt. Komm schon, Baby. Komm schon. Gib mir was Schönes. Gib mir was Schönes. Was Schöneres. Schöneres. Nope, aber den gebe ich, glaube ich, ab. Davon trenne ich mich. Mach ich lieber hier nochmal da ein. Na los, heuert einen dieser Rekruten an. Sicherheitsbeschränkungen deaktiviert. Ernteautomatik aktiv. Oh, ich weiß nicht. Mal sehen. Sowieso der Kaltusat, ne? So, jetzt muss ich auf jeden Fall auch weitermachen mit dem Gottesschild. Wobei, Nefarian. Gut, Nefarian wird nicht mein nächster Gegner sein. Dementsprechend ist es, glaube ich, auch egal. Aber jetzt gucke ich erstmal nach dem Drilling. Oh, immer mehr. Drilling. Gib mir den Murloc Drilling. Gib ihn mir bitte. Hier hätte ich noch einen Dämon. Wäre natürlich interessant in dem Moment, wo ich einen Drilling kriege. Aber wenn ich den jetzt nicht kriege, dann brauche ich den auch nicht nehmen. Nutzt die Gelegenheit und heuert einen Komm. Rekordner. Ach komm doch. Aber wenn ich jetzt noch einmal würfel, kann ich kein Schild machen. Auch schon das Gottesschild. Vor allem auf die giftigen. Ah, vielleicht tausche ich den auch ganz nach links. So. Oh. Eieiei. Das war schön. Giftig. Giftig, giftig. Okay. Aber unentschieden. Und Nefarian ist raus. Also, da waren es nur noch zwei. Da seid ihr wieder. Wie geht's? Wie steht's? Ja, wenn ich einen Drilling kriegen sollte, ist der natürlich episch, ne? Und dann habe ich auch noch einen Dämon, der... Okay, damit ich nicht übermütig werde, gebe ich dem noch ein Gottesschild. Ja. Leider nicht. Aber sollte ich hier einen Drilling kriegen mit dem Murlocs, dann kann ich direkt noch einen Dämon hinterher ballern, der richtig schön gebufft werden kann. Noch. Ich bin halt auch am Überlegen, ne? Was mache ich mit dem Positioning? Mache ich vielleicht den ganz nach links? Der rumst die gut weg. 2013, ne? Ja, mal sehen. Boom. Rums.
Das ist bad für mich. Ah, ich glaube, das wird ein easy win. Ja. Tschüss! Groß Neues, Junge. Boom. So muss das. Genau so muss es sein. Ist es nicht schön? Erster Platz. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Über Feedback aller Art würde ich mich freuen. Und in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.